willkommen bei der HMQ. Ich bin der Dani und möchte euch in die HMQ BIMX-Welt einführen. Hier sind wir eigentlich schon mitten bei dem 3D-Modell. Wahnsinnig gut und einfach eigentlich, zu bedienen. Intuitiv kennen wir, wissen wir. Aber es ist nicht nur das 3D-Modell, es ist eigentlich die ganze Struktur, die dahinter ist. Also auch ein Plan, der nachher entsprechend aus dem 3D-Modell generiert werden kann. Also wir haben hier Grundriss, wir haben Schnitt, wir haben Fassade. Können die einzelnen Pläne auch ansteuern. Gehen wir jetzt mal zum Beispiel ins Obergeschoss. Wir sehen jetzt hier den zweiten Plan. Und wie wir eigentlich wissen, 2D ist einfach zum Lesen nicht so einfach wie 3D. Da muss man ein bisschen geübt sein. Und gerade für Bauherren ist das manchmal schwierig. Können wir hier ganz einfach in die 3D-Ansicht wechseln. Und da haben wir jetzt wirklich den Raumeindruck, den wir haben wollen und die Präsentationsmöglichkeiten, die BIMX eigentlich hergibt, um eben 2D und 3D entsprechend kombinieren. Da kann ich noch viel mehr, weil das ja eigentlich, weil das eine Aufnahme ist von der HMQ, wo man eigentlich mit einem realen Objekt in der realen Welt draussen vermessungstechnisch aufgenommen. Wir haben das 1:1 geometrisch abgebildet und haben das 3D modelliert. Das bedeutet, wir können in dem 3D-Modell jetzt auch entsprechend gewisse Massen zum Beispiel ausmessen. Auch das sehr einfach, wenn ich die Raumdiagonale zum Beispiel messen möchte. Geht das also wunderbar? Oder nicht nur das Messen, also es ist auch möglich zum Beispiel zum Flächen messen oder halt entsprechend Höhen etc. Das ist beliebig erweiterbar. Und das 3D-Modell ist einerseits geometrisch korrekt und andererseits ist es mit der Intelligenz ausgestattet, dass man kann sagen, eine Tür ist eine Tür, ein Fenster ist ein Fenster, eine Wand ist eine Wand. Das mag banal klingen, ist aber sehr, sehr wichtig und entscheidend, wenn es darum geht, um mit diesen Daten zu arbeiten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf eine Tür gehe, ich kann Info anschauen, das ist wirklich beim Typ Türe, man hat eine Breite, man hat eine Höhe, im Grunde genommen beliebig erweiterbar. Wir bei der HMQ gestalten die Modelle SEC gestalten und SEC modellieren, das heisst, wir wollen sie nicht zu fest beladen, sondern wir möchten eine gute Datenstruktur haben mit den wesentlichen Elementen und das tun wir im Prinzip hier dann entsprechend oder können wir hier mit der BIMX-App eigentlich zeigen. Und das ist eigentlich das Tolle daran. Man muss nicht mehr am Desktop eigentlich hocken vor dem Computer im Büro, sondern man kann sein Modell jetzt auf dem Tablet oder auf dem Smartphone jederzeit dabei haben und kann all die Sachen, die wir jetzt hier ein bisschen angerissen haben, perfekt nutzen. Man kann ausmessen, man weiss, es ist ein geometrisch korrektes Modell, man kann gewisse Informationen abfragen, man kann Kombination 2D, 3D machen und vielleicht noch auch, das habe ich jetzt gar noch nicht gezeigt, ich bin in der Euphorie rein, eigentlich habe ich das fast vergessen. Wenn wir jetzt hier einen Schnitt zum Beispiel anschauen, gibt es aber die Möglichkeit, um im Schnitt auch das 2D und das 3D so zu kombinieren, dass ich sogar kann sagen, ich kann selber entscheiden, wo der Schnitt liegt. Und kann nachher sagen, da ist es für mich wichtig, um mal zu schauen, wie das aussieht. Und kann dann hier eigentlich ins Dachgeschoss zum Beispiel eintauchen. Und das ist einfach, das hebt das 3D eigentlich vom 2D ab. Und da, so kann man einen Plan nachher auch besser lesen, wenn man das 3D nebenzu hat.